Moin Moin und willkommen zur nächsten Folge von Planet Zoo. Wir sind wieder zurück am Start und wir machen, wie ihr schon direkt sehen könnt, ein neues Gehege. So, zusätzlich werden wir nicht nur ein neues Gehege haben, denn dafür wäre auch der Platz viel zu klein, also ne, da wird die Folge auch nur irgendwie 5 Minuten gehen, sondern wir machen auch ein neues Gebäude. Aber da kommen wir dann auch zu. So, ihr seht schon, welchen Platz wir uns auch schon ausgesucht haben. Das habe ich, glaube ich, auch in der letzten Folge einmal kurz erwähnt oder angeteasert, dass wir da ein Gehege hinmachen werden in der nächsten Folge. Und genau, das machen wir jetzt. Schön halt, dass du auch mal, wenn du dann da noch gar kein Ticket bezahlt hast, sogar theoretisch dir halt einmal das Okapi ansehen kannst und auf der anderen Seite dann nochmal das andere Tier. So, und natürlich aber auch nochmal von der Terrasse aus, die wir da gebaut haben beim Restaurant. Dass du dann von beiden Seiten einen Ausblick hast. Ich muss sagen, dass ich generell jetzt auch schon zwischen den Aufnahmen und so auch schon mal ein bisschen so nachgedacht habe, was können wir denn jetzt noch alles noch so halt machen. So, sei es jetzt irgendwelche gute Affen, ein Affenhaus werde ich natürlich machen, Reptilienhaus, sowas in der Art wird kommen. Oder Reptilien-Amphibienhaus, je nachdem. Wird natürlich auch wahrscheinlich ein bisschen anders heißen. Und generell so, wie vielleicht manche andere Konstrukte aussehen könnten oder andere Gebäudekomplexe. Habe ich mir schon ein bisschen was überlegt und bin auch immer noch hart am Brainstormen. Und ich muss auch sagen, da ist echt einiges zusammengekommen. Also da ist noch einiges geplant. Bin natürlich dann gespannt, was ihr dann davon haltet und ob ihr dann da auch d'accord mit dem seid, was dann dabei herumkommen wird. Wobei ich auch noch selber gar nicht so genau weiß, ob es dann auch den Vorstellungen entspricht, die ich habe dann. Aber da kommen wir dann noch dazu. So, jetzt sind wir gerade dabei, den Zaun schon mal zu gestalten. Da habe ich jetzt ganz mal wieder eine Ziegelmauer genommen. Schön einfach ein paar Holzplanken drüber. Da habe ich nochmal bei den Zäunen geguckt und fand diesen Steinzaun ganz gut. Nochmal schön drüber gesetzt. Und ja, schon fertig ist das Ding. So, auf der anderen Seite auch nochmal rüber platziert, ne, weil ist klar. Dann sind wir, glaube ich, auch schon gleich dabei, uns um das Gehege zu kümmern. Gut, eigentlich muss ich jetzt kein großes Geheimnis daraus machen, welches Tier es denn sein wird. Das habt ihr dann, wenn, schon im Thumbnail eventuell gesehen. Wenn nicht, dann könnt ihr euch auf jeden Fall jetzt immer noch überraschen lassen. Genau, und hier werde ich auch schon mal direkt an einen Bildschirm hin platzieren für später, wo wir dann auch das Tier einmal präsentieren werden. Damit wir auch den, ich sag mal, den Bildungsauftrag irgendwie erfüllen. So, hier habe ich gerade geschaut, ne? Kann man den Fernseher vielleicht ein bisschen mehr bestrahlen da? Ja, doch. Habe ich mich dann für diese Lampe entschieden, weil der eine Scheinwerfer, den ich eben ausgewählt hatte, der war auch einfach vielleicht ein bisschen too much. So. Genau, dann mal da ein bisschen höher machen. Wobei das Tier, was da reinkommen wird, das, gut, das kann sowieso nicht so springen. Also da ist dann eigentlich relativ irrelevant. Genau, die Seite auch nochmal. Und dann ist das Gehege tatsächlich schon direkt eingezäunt. Aber natürlich hat das jetzt hier nicht so viel Arbeit in Anspruch genommen, das Gehege. Halt, wie gesagt, ich sag mal, so gut wie 3 Seiten von dem Gehege schon fertig waren. So gut wie. Da haben ja nur die Zäune gefehlt und ein bisschen Steinformation. Da haben wir aber überlegt, wir machen mal so einen kleinen Teich da rein. Einfach mal, immer mal wieder ein bisschen so einen Wechsel zu haben. So zwischen so einem kleinen Brunnen und dann halt einfach mal so eine Wasserstelle. So ein paar Felsen auch mal da rein. Da habe ich mir dann auch überlegt, wir sollten auf jeden Fall am besten irgendeinen Spot haben, wo sich die Tiere zurückziehen können. Und da habt ihr schon gesehen, habe ich so eine kleine Schneise reingebaut beim Teich. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, ob das schon gereicht. Also gut, die Tiere sind sowieso noch nicht gestresst, weil noch keine Besucher da sind. Aber ihr seht ja gerade, wo der Schlafplatz da reinkommt. Ich weiß nicht, ob das genug abgecovert ist. Ich kann mir schon fast vorstellen, dass das nicht reicht. Da muss man da mal gucken. So, dann hier mal so ein kleines Spielzeug. Und noch ein paar von diesen Kräutersteinen oder was es da ist. Und da könnt ihr es schon sehen, wenn ihr es nicht schon vorher irgendwie erfahren habt. Durch das halt Thumbnail oder so. Wir haben Helmkasuare. Denn ich hatte ja so schon mir von vornherein überlegt, so was könnte vielleicht da reinkommen. Auf jeden Fall wusste ich irgendwas, was auch natürlich auch im Dschungel beheimatet ist. Und natürlich ein Tier, was vielleicht gar nicht so viel Platz braucht. So. Und da Helmkasuare sowieso nur höchstens zu zweit in ein Gehege rein können, war das jetzt auch generell nicht viel, viel mehr Platz, den ich da sowieso hätte noch rausholen können, theoretisch. Aber ich fand auch einfach, der Helmkasuare passt einfach. Ist ja einer der wenigen Vögel, die es in diesem Spiel gibt. Weiß nicht, ob ich das auch schon mal in einer der ersten Folgen angeteasert hatte, so, oder was heißt angeteasert, aber kurz schon mal darüber gesprochen hatte, dass es mir echt fehlt, so noch so Flugtiere in dem Spiel zu haben, wie auch Wassertiere.
So sei es so Aquarien, so auch so, nicht nur so kleine, sondern auch so riesengroße. Oder auch irgendwelche, weiß ich nicht, Vogelhäuser oder sowas. So, die sind ja so halb schon ein bisschen in die Richtung Flugtiere gegangen. Mit den Schmetterlingen würde ich so fast behaupten. Aber das ist ja dann auch so ein Gebäude, glaube ich, was du dann da so fertig machen kannst, wo dann die Schmetterlinge drin rumfliegen. Das ist, kannst du ja mit theoretisch genauso mit Vögeln auch machen, würde ich jetzt sagen. Wobei ich mir gut vorstellen kann, dass sowas wie Aquarien vielleicht sogar ein bisschen schwieriger zu machen sind. Aber gut, ich habe davon jetzt nicht so viel Ahnung. Vielleicht ist es dann auch alles doch ein bisschen schwieriger oder auch nicht. Who knows? So, jetzt ist schon wieder ein bisschen was passiert da. Genau, den kleinen Teich sind wir ein bisschen am dekorieren, am umpflanzen, ach irgendwie so. Genau, und ihr seht auch schon, was für Bäume ich mich entschieden habe. Hier jetzt nochmal für diesen, ich glaube irgendwas mit Feigenbaum war das. Genau, erstmal für den und natürlich aber auch hier für diesen Bambus, ich weiß gerade gar nicht den Namen. Also dieses bambusartige Gewächs da, mit diesem roten Stielen da. Fand ich, also ich finde erstmal sowieso diese Bambusbäume da mega schön. Davon mal ganz ab. Deswegen habe ich auch davon ein paar mehr platzierte. Da kannst du auch ein paar, am besten auch ein bisschen in den Boden rein versenken. Sehen dann einfach aus wie große Fahne einfach. Fand ich ganz schick. So, dann bin ich nochmal am Schauen. Ja, guck mal, der Platz reicht immer noch perfekt. Direkt nochmal hier am Bildschirm dann direkt eintragen. Wunderbar. Und damit ist das Gehege da fertig. Und dann kommen wir jetzt da zum Gebäude, was ich angesprochen habe. Das wird natürlich jetzt nichts Riesiges sein. Also ich glaube auch, dass... Nee, das ist jetzt noch nichts Großes. Aber ich glaube, das wird jetzt in der nächsten Folge schon so sein, dass wir uns dann ein richtig großes Gebäudekomplex, mein Gott, an einen richtig großen Gebäudekomplex ranwagen. Noch nicht an das Hauptgebäude, das kommt dann so in ein paar Folgen, denke ich. Aber so in den nächsten ein, zwei Folgen wird dann auch auf jeden Fall nochmal ein großes Gebäudekomplex kommen, was ich dann vielleicht auch sogar in zwei Folgen einteilen werde, weil ich mir gut vorstellen kann, dass das echt viel Zeit in Anspruch nehmen wird. Ja, wenn man sich das nochmal überlegt, so der Souvenirladen, ne, das hat ja auch eine gewisse Zeit gedauert. Ihr müsst ja bedenken, jede Folge ist auf mal 3 Geschwindigkeit. Wenn man das dann natürlich ein bisschen zurückrechnet, kann man merken, wie lang dann manche Folgen teilweise werden. Und wenn man dann nochmal drüber nachdenkt, dass der Souvenirladen in Anführungszeichen relativ klein ist, ne, kann man sich dann vielleicht auch vorstellen, wie viel Zeit so ein Reptilienhaus oder sowas in Anspruch nehmen kann. Wobei es natürlich da auch immer ganz drauf ankommt, wie groß wollt ihr dieses Gebäude haben, wie viele Tiere sollen da drin reinkommen. Oder auch, wie detailreich soll das alles eingerichtet sein. So, wie ihr jetzt natürlich bisher sehen konntet, habe ich mich dafür entschieden, so eine kleine Stress-Oase, so nenne ich sie mal, dahin zu platzieren. Und zwar auf der einen Seite hast du dann da die Milchshakes und auf dieser Seite hast du ein paar Cupcakes. Ich habe mir jetzt tatsächlich jetzt nicht wirklich darüber Gedanken gemacht, also welche Essensstände stellst du da hin. Ich wollte einfach nur essen und einmal trinken haben, auf jeden Fall. So, dann nochmal schön mit so einem Tierrahmen. Genau, mit so einem Türrahmen. Und und da bin ich ja schon direkt auch am Schauen, was kann man denn noch im Hintergrund benutzen? Ach, die wunderschönen dunklen Holzplanken, die gehen doch gut. Die finde ich auch echt wahnsinnig schön. Könnte ich noch viel, viel häufiger benutzen, theoretisch. So, dann haben wir geguckt hier, ne? Hätte ich gerne noch ein kleines Vordach. Also eine kleine Markise da. Fand ich mit der Farbe gar nicht so verkehrt.
Mal ein bisschen raus und da, genau. Genau, das generell, das ganze Gebäude hat ja so eine gewisse U-Form einfach. Da werde ich dann auch gleich nochmal, das werdet ihr dann, dann auch nochmal sehen, ein paar Tische und Stühle reinsetzen, sodass man sich da auch hinsetzen kann. Hab da ja auch dann nochmal den Untergrund ein bisschen geändert. Also, ne, der Weg ist ein anderer, wenn man das ein bisschen heraussticht, so, ne, wenn ihr wisst, wie ich meine. So, und da habe ich auch direkt nochmal in dieses Gebäude, habe ich das Gebäude direkt auch nochmal genutzt, um drin auch nochmal ein paar Mitarbeitereinrichtungen reinzusetzen. Sei es der Quarantänebereich und ich glaube, auf der anderen Seite kommt da auch noch was hin. Das weiß ich gerade aus dem Kopf gar nicht so genau. Müsste man gleich nochmal schauen. So, dann hier noch ein paar Holzstreben setzen. Einfach nur, weil ich fand, das sah ja nicht so verkehrt aus. Dann auch nochmal hier ein paar Blumenpötte. Fand ich da auch sehr passend. Da geht auf dann jeden Fall, soweit ich das noch richtig in Erinnerung habe, geht auch gleich richtig das Gesuche los, welche Pflanze denn überhaupt rein kann. Da seht ihr gerade schon, bin ich schon die ganze Zeit am Schauen. Wollte ich mich die ganze Zeit nicht so ganz entscheiden. Jetzt mir überlegt, wie ich doch wieder so einen großen Glycinien? Heißen die jetzt so? Irgendwie so. Da setze ich den da rein. Ihr seht da schon, bin ich verschiedene Formen am Testen da. Ja, okay, nee, doch nicht. Nee, doch nicht. Fand ich dann doch ein bisschen too much. Wollte ich ein bisschen kleinere Blumen einfach dran haben. Und auch mal generell was anderes. Da habe ich mir das. Ah, nee, kannst. Ja, habe ich überlegt, ob ich irgendwas an der Wand ranplatzieren kann da. Weil ich mich dann letztendlich dann für nichts erstmal entschieden. Ich finde, es kann auch dann einfach mal so sein. Muss nicht mehr über Pflanzen dranhängen. Aber natürlich muss noch irgendwas in diese Blumentöpfe da rein. Und ich bin immer noch am Schauen. Ihr seht, das hat mir da echt keine Ruhe gelassen. Habe ich mich letztendlich dann für diese Wüstenblume da entschieden. Fand ich einfach passt auch mit am besten. Ist jetzt nicht absolut drüber, sage ich mal. Also ist jetzt nicht too much, sondern einfach ganz schlicht. So. Tische und Bänke einmal hin. Muss immer wieder sagen, ich bin ja jemand, ich baue teilweise auch mit einem gewissen Abstand und sowas. Also ich benutze diese Tools ja immer sehr doll. Ich habe das ja zum Beispiel jetzt hier als Beispiel jetzt bei den Hausfassaden, wenn ich diese Säulen da benutze, mache ich das auch mit einem gewissen Abstand immer. Und sowas, ne? Und deswegen finde ich es manchmal ein bisschen. Ah, es macht mich manchmal ein bisschen verrückt, dass man diese Bänke und Tische, dass man die nicht mit dem X-Tool, also wenn man X drückt, nicht diese Pfeile hat. Also, dass du die nicht ganz genau irgendwo platzieren kannst. Sondern, dass das immer nur so freihand ist. Das macht mich manchmal verrückt. Aber gut, ich finde, glaube, das dürfte alles so passen. So, dann nochmal hier oben ein paar Dekorationen hin. Und da habe ich mir überlegt. Da willst du mal doch noch ein bisschen was anderes dazusetzen. Nicht einfach nur so die Dächer da, sondern vielleicht so ein kleines Alleinstellungsmerkmal? Irgendwie so. Und ich fand das so gar nicht verkehrt mit diesem kleinen vorgefertigten Dach da in der Mitte jetzt. So, dann nochmal drumherum, ne? Ihr wisst Bescheid. Kann man die Ziegeleisten da setzen. Sehr schön. So, dann nochmal hier den Baum rausmoven, ne? Wir wollen ja nicht, dass der dann da mitten im Gebäude drin hängt. So, das wird immer ein bisschen runtergesetzt, ne? Und damit kommt, glaube ich, genau, Lampen kommen noch einmal hin. Das ergibt voll und ganz Sinn. Da bin ich jetzt auch gerade noch am Schauen, welche Lampe kannst du denn noch generell da irgendwie reinbringen, weil das dann auch so wahnsinnig dunkel drin ist. Gibt es ja tatsächlich auch eine große Auswahl einfach. Habe ich dann letztendlich für diese entschieden. Weiß ich noch nicht ganz, ob ich damit so einverstanden bin. Vielleicht werde ich das nochmal ändern, vielleicht aber auch nicht. Je nachdem. Ob es mich das jetzt irgendwie noch stört oder ob ich es dann doch ganz gut finde. Also mit die Lampen jetzt, ne? Genau, dann mal ein kleines Schildchen. Ja. So, dann mache ich dann nochmal diese Wand einmal. Weil die war die ganze Zeit irgendwie unfertig. Wobei wir in dem Bereich eigentlich ja schon komplett fertig waren. Wollte ich das jetzt auch nochmal machen. Und genau. Ihr seid auf jeden Fall immer gerne auch dazu angehalten. Das kann man jetzt hier mal kurz nochmal erwähnen. In die Kommentare zu schreiben, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, die ich vielleicht umsetzen kann, sowas. Deswegen, da werde ich dann auf jeden Fall gucken auch, ne, und die werde ich dann auch gegebenenfalls auch umsetzen. Zum Beispiel habe ich jetzt hier letztens dann einen Kommentar bekommen, auch mal danke dafür, dass man halt, ne, im Bad, was wir da in dem Haupteingang haben, dass man da dann, gibt es ja diese komische Mittelsäule, dass man da einfach dann eine andere Säule reinsetzen kann. Da wurde direkt auch ein Vorschlag gemacht. Und der wird auch dann in einer der nächsten Folgen direkt umgesetzt, vielleicht auch schon direkt in der nächsten, in der Hoffnung, dass ich das nicht vergesse. Fällt mir nämlich gerade nochmal so ein. Also wie gesagt, ne, wenn ihr irgendwelche Ideen habt oder sowas, könnt ihr die gerne in die Kommentare schreiben. Gehe ich gerne drauf ein. So, dann haben wir das einmal gemacht und damit sind wir am Ende dieser Folge. Ich hoffe natürlich, dass euch diese Folge gefallen hat. Ne? Und wir sehen uns bei der nächsten Folge von Planet Zoo wieder. Habt ihr mal einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal und haut rein.